Genau, fällt mir auf. Ich habe wirklich an dieser Stätte gezeigt, was wahre Reitkunst bedeutet. Oder was meint ihr, Volkszubräu? Nun gut, das Pferd ist ein wenig schläfrig. Aber es hat es sich auch wirklich nun verdient, denke ich. Und nun lass uns doch mal schauen, was die Jungen zur Wege bringen. Genau. Anders und Alexander. Ich hoffe, ihr habt jetzt genug unter der Anleitung von Otto gelernt. So zeigt uns denn nun eure Kunst. Immerhin sitzen sie gerade. Was meint ihr, Otto?
Alexander überhaupt auf eure Uhren. Und so darf ich euch bitten, Otto von Geldern, dass ihr diese beiden jungen Knappen nunmehr in den Ritterstand erheben möget. Und tut dies mit den Worten: Im Namen des heiligen Michael, im Namen des heiligen Georg und im Namen Gottes Allmächtigen, in Gottes und Marien Ehr, diesen Schlag und keine mehr. Oh, super. Wir stehen euch zum Ritter. Ich bitte immer nach Königreich, ne? Von Reusch und Alex von Stottingen. Ja. Jetzt habe ich euch doch nicht zu viel versprochen, Majestät, dass wir in diesem Dorf ein paar unbeugsame Krieger finden werden. Ja, aber jetzt lasst uns keine Zeit verlieren. Wir müssen gehen. Kommt, ihr Herren. Lasst uns feiern, Herren. Nein. Genau, wir gehen jetzt zu einem Löwen. Anders von Katzen. Wir müssen, nein, einen Löwen zur Strecke bringen. Das sind diese großen Katzen. Nein, das sind diese... Und... Das sind die... Und jetzt kommt... Ihr Herren, kommt, wir haben keine Zeit. Beeilt euch doch bitte! Wenn das so weitergeht, ist die erste Speicherkarte auch zum ersten Mal in ihrem Leben voll. Nimmst du kurz was trinken? Volk, zu euch. Oder wie dieses Kaffee heißt. Ihr werdet jetzt unverdientermaßen Zeugen eines monumentalen Momentes. Zu euch kommt ein Mann von unvorstellbarer Größe. Ein Mann, bei dessen Anblick stählerne Krieger bibbern und die Weiber vor Wonne kreischen werden. Das müsst ihr ja machen. Im Alleingang weht der ganze Dörfer nieder. Und da, wo er die Weiber im Felde bückelt, da stehen nun ganze Reihenhäuser. Beugt eure Knie und senkt eure Häupter. Vor meinem Herrn, eurem neuen Kaiser, Heinrich der Löwe. Wenn ihr von den neuen Steuererhöhungen hört. Naja, ich kann verstehen, dass die Männer an der Stelle pfeifen und buhrufen. Ihr habt nun einmal keinen Geschmack, wie man an den Weibern an eurer Seite sieht. Ihr Herren, ein leerer Thron. Ein Thron sollte niemals leer stehen, denn wenn ein Thron leer steht, findet sich immer irgendjemand, der sich draufsetzt. Sitzt dann mal Probe. Es ist euch jetzt gestattet, vor eurem neuen Hausschuss zu jubeln. Was euch nicht gehört? Ja. Ihr wisst doch, nur anschauen und nicht anfassen. Ja. Ach so, Kaiserin. Ihr meint, ich sollte mich auf keinen Fall auf diesen Thron setzen? Genau, kommt sofort runter. Ach. Heinrich! Ja, schön ins Mikro rein, damit ihr wieder hört. Beatrix, ein böses Mädchen. Ich hatte euch doch gesagt, ihr solltet mir die Krone vorbeibringen. Ich sehe keine Krone und ich sehe keine Ritter. Also was soll dieser Narrenaufzug? Ihr könnt lange warten, bis ihr von mir die Krone bekommt. Und übrigens, ich sehe auch nur euch und keine Ritter. Was? Denn diese Herren haben mitnichten Ritterlichkeit bewiesen. Ihr meint, meine Ritter seien euch nicht ritterlich genug? Genau das. Gut. Wollen wir euch einmal die Fähigkeit meiner Ritter beweisen, Kaiserin? Ich bitte drum. Es sei, ihr Herren,
Wir reimten die Melee gegen den Eisernen Ritter. Die Erfolge an der Stätte, euren Jubel für meine drei Reiter. In Schwarz, Weiß und Rot dort hinten. Der Herzog von Schwaben, der Tuchsess von Waldburg. In der Mitte, den goldenen Löwen in Schwarz, mein eigener Bruder, der Stern des Nordens, Christian von Braunschweig. Und in Rot und Weiß, ein unbesiegbarer Münchner, Wolfgang von Eschenbach. Eigentlich in letzter Zeit sind sehr viele Münchner besiegt worden. Und gerade von Volk aus dieser Gegend. Herold, ich würde euch für eure freche Zunge gerne einen Kopf kürzer machen, aber dann würde man euch ja gar nicht mehr sehen. Wie weise ihr doch seid, Heinrich. Fangt endlich an. So wisst ihr denn, Volker der Städten, diese drei Halunken wollen hier in ihrer Städten ihre Ritterlichkeit beweisen. Und sie wollen dies tun, indem sie gegen unseren Mann anreiten. Ich stelle euch vor, und ich bitte euch um eure Jubilatio, ich stelle euch vor, Heinrich von Bettmann, wieder Heinrich. In der Brandung, während diese Kumpanei dorthin versuchen wird, ihn mit der Lanze umzureiten. Aber ihr werdet sehen, hier stehen einige Kilos Stahl, dahinter steht ein Mann aus Stahl. Wir wollen denn sehen, was eure Reiter zu Wege bringen. Herold, ich sehe da nur eine Dose auf zwei Beinen. Christian, du darfst gegen Graf Bonduelle anreiten. Nun wahrlich, ein meisterlicher Ritt. Christian, was soll das gewesen sein? Wenn du das normal machst, sag ich's Mutti. Hast du nicht verstanden? Raus! Nun ja, Heinrich, habt ihr eure Familienzwistigkeit jetzt beigelegt? Könnt ihr fortfahren? Folgt zu euch. Spendet euren Jubel für meinen zweiten Reiter, für Wolfram von Eschenbach. Ich hoffe, ihr habt noch nicht gefrühstückt. Bettmann, jetzt geht ihr in den Sand. Ja, aber ihr habt, glaube ich, die Rollen verwechselt, kann das sein? Herr von Eschenbach, was soll das? Herr von Eschenbach, ihr wisst doch, ihr kennt doch den alten Spruch. Was kümmert es eine deutsche Eiche, wenn ein Hund sein Bein daran hebt? Und nun macht euch los. So ist es. Singt erneut. Folgt zum Reuch. Und nunmehr jener Mann, der in dieser Exerzitio eine Meisterschaftlichkeit zweiter willst, euren Jubel für den Tuchsess von Waldburg. Ja! Oh. Wohl getan! Wohl vollbracht! Schaut, schaut, schaut! Wisst ihr, was mir dazu einfällt? Ich war eine Dose. Jubel für meine Kompanei! Ganze Reihe hier auspeitschen lassen. Stroh runter, abbrennen. Also, wir haben die Meisterschaft unserer Ritter bewiesen. Wie ist das nun mit euch? Majestät, so fordere ich denn euch, ihr Ritter, die an der Seite unserer Majestät steht, zum Einritt. Aber ich sehe erst eure Kompanie erscheint auf dem Plan. Noch einmal Jubel für meine Kompanie, den Tuchsess von Waldburg, Wolfram von Eschenbach. Und nun, im Namen unserer Kaiserin, fordere ich nun unsere Ritter zum Einritt auf. Volk, es kommt nie, die aus eurer Reihen stammen. Es kommt der Anders von Broich. Es kommt der Anders von Broich.
Leute an der Kaiserin kriegen viel mehr Jubel als unsere. Wir müssen etwas tun. Vorschläge? Wir könnten Fähnchen verteilen. Andere Vorschläge? Nun, ihr könntet das tun, was der Kaiser tut. Aha. Hunderte von Märkten, Bier im Ausschank, wunderbare Kirchen und Schlösser. Aha. Was würde mich das kosten? Nun, 1 Million Dukaten. Wir machen das mit den Fähnchen. Helen, sag einmal, ist das das Kätzlein? Ja, das ist etwas größer geworden. Das ist der Löwe. Oh. Du willst also gegen uns antreten, du hässliches Bauerngesicht. Alexander, wird es schon bald zeigen, wie stark ich bin? Ein Zwerg, ein Schwächling und ein Stummer gegen uns drei. Beweist erst, dass ihr würdig seid. Reitet gegen uns, das schwerste Exerzitium. Wir fordern euch heraus zum Ritt mit das brennende Tor zur Hölle. Wie ist euch beliebt, Heinrich? So frage ich euch denn, ihr Herren Ritter. Seid ihr bereit zum Ritt durch die Hölle? Für eure Kaiserin. Beantwortet ihr bitte diese Frage. Ich bitte euch, reitet nicht nur für mich, sondern reitet für den Kaiser. Mein Gemahl. So sei es denn. Wir nehmen eure bereit. Herausforderung an, Kätzlein. Halt uns. Reitet dann ein Zweifel und bereitet den üblichen Plätzen. Danke euch. Ihr wünscht, mein Herr. Leon, reisigt dem Volk das Exerzitium. Aber nur zu gern, Herr Heinrich. Und so wisset denn vor zu euch, dass nun geritten sei das Exerzitium durch das Tor der Hölle. So wisset denn, dass hier auf dem Plane die Perse wandten, zugleich ein Höllentor zubereiten werden. Die Ritter des Kumpaneien nehmen an der unteren Seite des Planes Aufstellung, reiten hier oben, erheischen den Speer ihrer Mannschaft und tragen ihn zurück. Und so geht das, bis der letzte Ritter den Speer aufgenommen hat. Wer zuerst wieder unten am Eingritte auftaucht, der wird dieses Exerzitium für sie entschieden haben. Also wir. Bei den schlechten Reitern? Das werden wir noch sehen, Heinrich. Passavanten, seid ihr bereit? So soll dann gleich an dieser Stelle ein gewaltiges Feuertor entstehen. Christian, du reitest als letzter für uns, damit Mutter von deinem ruhmreichen Sieg erfährt. So seid ihr denn bereit, ihr Herren Ritter? Und seid ihr bereit? So legt den Brand! Yay! Und jetzt verbrennt die Hexe. Und ihr, Herren, reitet an! Hey! 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 Keine Bauern oder hässlichen Zwerge. Ich sehe hier auf unserer Seite nur Sieger. Kommt zu euch! Kommt zu uns! Alles von euch! Worte von Geldern! Gut. Es sei denn, die Bauernspielchen mögt ihr gewonnen haben, aber nun fordern wir euch wahrlich heraus. Wir fordern euch auf, euch nun Kampf Mann gegen Mann mit Lanze und Schwert gegen uns zu messen. Nehmt ihr drei die Herausforderung an? Wollt ihr gegen uns kämpfen oder seid ihr etwa feig? Ach, selber! Ihr fordert den Tjoff? Ja. Nun wisst ihr, dieses Wort feige, das gibt es in unserem Wortschatz nicht. Denn auch, wenn ihr meint, wir seien nur Bauern, so sind wir dennoch wahre Ritter. Ja, denn all ja, diese Tugenden ja, hat uns Graf Otto gelernt. Ja. Mit Freuden nehmen wir eure Herausforderung. Volk zu Bruch! Kennen die Bräucher das Wort Feigheit? Ja!
sind Mut und Treue, Volk zum Reich. Und unverleiden unseren Rittern diese Eigenschaft. Komm. Wenn ich für jeden jungen Ritter, der solchen Schmus abgesondert hätte, nach seinem Tode einen Dukaten bekommen hätte, wäre ich wesentlich reicher. Also macht euch bereit. Haltet zu den Knappen und bereitet euch zum Umritten mit den Bananas. Hinaus mit euch. Anders, denkt immer daran, so mancher Löwe, der absprang, landete als Bettvorleger. Fürwahr, Herr. Also, Volk zum Wort. Spende tosenden Jubel. Spende einen wahren ritterlichen Jubel für drei echte Reiter. Drei wahre Ritter, die sich in Schlacht und Turnei bewiesen haben. Eure Appellatio für den trefflichen Truchsess Georg von Waldburg. Für Christian von Braunschweig. Ich will keinen Ton hören hier drüben, verstanden? Ruhe! Spendet euren Jubel für Alexander von Stadtzingen! Den Plan. Dann stößt mein Ritter den anderen aus dem Sattel. Wenn der andere sich erheben kann, was ich ausschließen möchte, und eine neue Waffe fordert, Schwert oder Axt, schlägt mein Mann ihn einfach tot. Siegerkompanie, jene Kompanie, die am Ende noch drei gesunde Ritter behält, das ist meine Kompanie, ich kriege die Kohle und wir alle können dann endlich feiern gehen. Danke. Ich rufe meinen ersten Reiter die Penüre. Männer an der Stätte, haltet eure Weiber fest. Der jetzt reitet, ist der Stern des Nordens, der kleine Liebling seiner Mutter, weswegen ich ihn mitnehmen musste. Eure Appellatio für Christian von Braunschweig. Und wir rufen den Plan. Bereit? Rettet die Rüstung und reitet an! Gib den Fehl! Christian, du sollst deine Lanze nicht wegwerfen! Dreh dich sofort um, du! Aber fern! Rettet auf und reitet an! Ein gewaltiger Stoß unseres Recken hat deinen Mann zu Boden geführt. Da wird Mama aber traurig sein, Heinrich. Habt ihr noch andere Ritter aufgeschrieben? Wieso muss ich immer diesen Versager mitschleppen? Nun, er ist euer Bruder. Einmal Versager, immer Versager!
Keine Scherze über meine Familie, verstanden? Ich rufe meinen zweiten Reiter an die Pläniere. Es kommt unbesiegbar aus München der tapfere Wolfram von Eschbach. Schick ihn ja hoch. Naja, so weit. Eure unbesiegbaren Münchner, die haben dagegen aufzubieten unseren Ritter Otto von Geldern. Macht euch bereit, rennt auf und reitet an. Ein neuer Anritt. Wendet erneut und reitet an. Sollte das gut sein? Folgt zum Ruhig! Jubel für unseren Reiter! Jubel für Otto von Geldern! Irgendjemand hat mein Sattel eingefettet. Ich bin... Ja, abgerutscht, ich verstehe ja. Ein Schwert. Fall auf ein Wort. Es wäre mir ganz recht, wenn die Ergebnisse in diesem Kiosk ein bisschen weniger vom Zufall bestimmt wäre, falls du verstehst, was ich meine. Herr von Eschenbach!